Ach, was für ein schöner Abend. Willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2013. Oh, schöne Sonnenstrahlen. So, was bist du hier? Arbeite gefälligst weiter. Ja, du hast da hinten auch eine riesen Lücke gelassen, ne? Das weißt du, Carlos. Das ist nicht in Ordnung. Also so geht das hier ja nicht, ne? So, jetzt mach aber mal weiter. Carlos! Jetzt mach! So, das brauchen wir nicht. Futter haben wir noch. Das steht nach wie vor auf dem schönen Raps. Ach, wir haben das noch gar nicht begüllet. Okay. Oh, wir haben immer so viel zu tun, ey. 159.000 haben wir von... Wie viel brauchten wir nochmal? 250 waren es, glaube ich. Kann man bei Gelegenheit nochmal nachschauen. Aber erst, wenn ich das Geld zusammen habe. Weil irgendwie schaue ich das jedes Mal nach und vergesse das dann trotzdem wieder. Da denke ich, macht das nicht so... Hey, Klappe, wenn ich rede. Wenn ich rede, ist hier Stille. Da denke ich, macht das nicht so einen Sinn, wenn ich das dauernd nachgucke und dann eh wieder vergesse. Wir warten jetzt mal, bis wir 250.000 haben. Dann gucken wir nochmal nach, was hier abgeht, ne? Die 100.000, die kriegen wir noch zusammen. Ist ja gut, du blöder Gockel. Und wenn wir dann den tollen Mähdrescher haben, schwenken wir auch erstmal wieder rum und sparen auf Gebäude. Damit wir da nochmal ein bisschen Geld kriegen. Ich denke mal, ein paar Bienenhäuser können wir uns ruhig noch leisten. Und auch eine Solaranlage wäre auch mal wieder ganz nett. Damit wir immer ein bisschen Kohle parat haben. Ein Ei oder zwei. Oh je, mitten im Sprung hat man mich hier aufgehalten. Das Güllefass müsste voll sein. Denke ich zumindest. So rein theoretisch müsste das gut gefüllt sein. Können wir ja mal nachschauen, ob das der Wahrheit entspricht. Weg damit! Jetzt wird's aber dunkel hier. Naja gut, ist schon fast 21 Uhr, ne? Da möchte es ruhig mal... Oh, Hilfe, dunkel. Lol. Mein Traktor ist zu klein für das Güllefass. Ist das nicht herzallerliebst, Mensch? Ist das nicht herzallerliebst? Ach stimmt, wir können ja noch gar nicht. Haha, da hätte ich fast schon wieder Mist gebaut. Das Fass bleibt, wo es ist. Blödes Fass. Und du, Carlos, machst mal hinne. Ich habe hier zu tun, ja? Gut, wenn wir das nicht machen können, dann können wir ja ruhig erstmal noch anderes Produktives tun. Ah, das Feld hier möchte ich mir auch irgendwann kaufen. Wir haben noch einige Fahrzeuge, die ich brauche. Ich brauche ja auch hier oben noch eine ordentliche Erntemaschine. Dann muss ich hier auf jeden Fall einmal Gras anpflanzen auf diesem Feld. Ich weiß nicht, ob das Gras dann immer nachwächst wie dieses hier. Weil ich habe noch nie Gras angebaut. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall wäre das hier ja die perfekte Futterwiese. Aber das finden wir alles noch raus. Die Gebäude wollten wir noch platzieren. Wir brauchen auch noch für unser Heuballenzeug brauchen wir noch ein bisschen was. Dann brauchen wir hier später auch noch den Futtermixer. Also wir haben noch einige Fahrzeuge, die wir brauchen. Einige Felder, die wir brauchen. Jede Menge platzierbare Häuser, die wir wollen. Wir haben noch einiges zu tun, Leute. Einiges zu tun. Oh yeah. Haben wir. Oh yeah. Handicap. Es wird Zeit für Geld. Sie fahren ein bisschen zu schnell. Tempomatstufe 2 wäre uns angemessen. Was angemessen ist, entscheide ich, du blödes Fenster. Verschwinde von meinem Bildschirm. Ich tu dich wegschütteln. Wow. Ah, ich fahr zu weit. So, holen wir uns mal wieder ein bisschen Kohle ran, damit wir bald auf das Geld kommen, das wir brauchen. Vielleicht schaffen wir es sogar noch zur neuen Ernte, den neuen Mähdrescher zu haben. Das wäre natürlich ganz toll. Aber wenn nicht, dann halt nicht, ne? Ich könnte doch mal Licht anmachen, ne? Dann sehen wir hier zur Abwechslung wenigstens mal was.
Wunderbar. 170.000 auf der hohen Kante. So, wir können weitermachen. Wir können jetzt auch langsam zurückfahren. Nehmen wir hier das mit, was wir stehen lassen haben. Davon kriegen wir den Tank genug voll. Die Kühe werden es mir danken mit reiner Alpenmilch. Wow. Kann man schöne Schokolade mitmachen. Alpenvollmilchschokolade. Immer wenn der Zuckerhunger kommt. Ich habe immer voll Probleme, wenn ich Schokolade esse. Da muss ich auf meine Linie achten, denn Schokolade hat bei mir so einen üblen Suchteffekt. Wenn ich ein Stück Schokolade esse, ich brauche Schokolade. Da renne ich los und überfall alte Mütterchen, damit die mir ihre Schokolade geben und so. Natürlich war das nur ein Scherz, aber ich bin richtig süchtig. Wenn ich einmal Schokolade esse, dann brauche ich mehr. 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 Wenn ihr versteht, wie ich es meine. Hallo Kuh. Ich hab hier was für dich, das kannst du futtern. Fahr mal hier mal rückwärts ran und zack, ihr habt ja schon wieder ganz schön reingehauen. Was macht denn eigentlich unser Carlos? Unser Carlos ist gleich fertig, dann mach ich mich hier mal bereit. Ah gut, eine Runde muss er doch noch fahren. Ich dachte, du hättest schon abgeladen. Oh, die Kuh ist umgefallen. Du hast die Kuh geschubst, gib's zu. Oder war das wieder dieser blöde Heinrich? Grrr. Nimm mir das Ding aus dem Bild hier. Kann ja nicht wahr sein. Jetzt gibt es Gras für meine Kühe. Die werden sich freuen, ich ahne es. Kalte Fracht ist mir zu kalt. Da bekomme ich nur wieder Ausschlag von. Ich bin allergisch auf Kälte. Das weiß ich, seit ich als kleines Kind in einen Behälter mit Stickstoff gegriffen habe. Hatte ich sofort Kälteverbrennungen. Sagt man Kälteverbrennungen? Ich glaube, man sagt Kälteverbrennungen. Ich weiß aber nicht. Erfrierungen sagt man eigentlich, ne? Ich hatte da direkt Erfrierungen 75. Grades, ne? Ich habe trotzdem mal einen Schluck getrunken. Das hat auch im Hals nicht gut getan. Aber ich war den ganzen Tag erfrischt, muss man sagen. Die Grasmähen. Und jetzt fahren wir mal in die Richtung. Hier haben wir auch noch ein bisschen was. Also sonst ist es ja nichts weiter. Na los. Kennt ihr diese üblen Spießer, die auf diesen Geräten hier in ihrem winzig Kleingarten fahren? 3 Runden, dann sind die fertig mit Rasenmähen. Das sind solche Spießer. Da kann man sich doch auch einen normalen Rasenmäher mal holen, oder nicht, ey? Ich habe hier auch in meiner Wohngegend so eine richtig üble Spießerstraße. Da kommen jeden Morgen die Leute raus. Die haben größtenteils auf ihren Parkplätzen, die haben meistens so 2 Parkplätze, auf einem steht das Auto, auf dem anderen haben die so einen Steindingensbummen, so einen Steingarten angelegt. Der ist nicht groß, vielleicht 3 Quadratmeter. Und da kommen die jeden Morgen raus und kümmern sich darum, dass die Steine alle am richtigen Fleck liegen. Ich finde das immer so lustig. Wenn ich so einen Steingarten vor der Tür hätte, mir wäre das so egal, wie die Steine liegen. Solange die mir keiner wegklaut, das sieht ja dann irgendwann hässlich aus, ne? So, und das kippe ich dir jetzt auf die Rübe, du Kuh. Pass bloß auf. Komm schon. Ich hab Mist gebaut. Ich habe richtig Mist gebaut. Ich komme hier nicht mehr raus. Doch, das kriege ich hin. Na bitte. So, nur aber zurück zum Carlos. Der ist inzwischen tatsächlich fertig, die alte Lumpe. Machen wir mal ein großes Licht an.
Parat stellen. Runterlassen. Und ab dafür. Da können wir auch gleich noch die fiese Bahn mitmachen, die der einfach hat stehen lassen. Die alte Socke. Kann ja nicht wahr sein, dass der hier einfach was stehen lässt. Spinnt da drüber mehr als nur ungehalten, das muss ich sagen. Hey, es wird hell, sehr schön. Ich mag es, wenn es hell wird. Dann wird es so hell. Kaum zu fassen, oder? Kaum zu fassen. Nee, du Carlos, Carlos. Gar nicht bei der Arbeit, der Junge. Gar nicht bei der Arbeit. Immer mit dem Kopf woanders. Verlorenes Gepäck. Ich danke dir fürs Abbremsen. Dann musste ich das nicht machen. Setzen wir ein Stück zurück. Und fahren los. Oh yeah. Ich fahre über mein Feld. Ich fühle mich so männlich. Ich habe mein eigenes Feld. Ich bin ein Landbesitzer. So. Jetzt können wir den Carlos auf der anderen Seite ransetzen. Da hat er da noch ein bisschen was zu tun, während wir das Feld hier schon mal versauen mit Gülle. Das Licht können wir ausmachen, ist hell genug. So, Carlos, zeig, was du kannst. Ein gut erzogener junger Bursche, du. So, Mr. Gülle. Es wird Zeit, ein Feld zu besprudeln. Da, das wollte ich nicht. Ah, ich drücke immer falsche Tasten. Ich sprühe die Gülle übers Feld. Das mache ich gerne. Das kann ich gut. Ich bin der Güllebauer. Ich baue Gülle an. Auf das Güllebäume wachsen mögen. Voll auf sparsam hier mit der Gülle. Da, was machst du? Voll auf sparsam, sage ich, und die hauen mir sowas um den Kopf. Jetzt aber zackig. Hallo, Carlos. Vorsichtig. So. Perfekt. Ah, komm, ein bisschen was haben wir noch. Ich brauche nur 50%. Wunderbar. Lassen wir so. Ah, jetzt ist natürlich das Problem, jetzt haben wir gerade gar keinen Traktor frei dafür. Aber ist ja nicht so schlimm. Können wir dann ganz beruhigt anbauen. 176.000 haben wir. Ich weiß nicht, ob wir den schon verkaufen sollen. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen, die Kohle schon reinzufahren. Weil wir brauchen schon noch einen kleinen Hügel voll Kohle. Jo, Kikariki macht's, Kikariki macht's, das ist fein. Da hole ich euch mal die Eier schon weg, ne? Da freut ihr euch drüber. Hüpf. Da sind wir schon im Gehege bei den Hühnerchen. Ja, das ist fein. Ja, das ist ganz fein. Ganz feine Hühner seid ihr. Ganz was Feines seid ihr. Na, nun gib mal her. Brüten kannst du woanders. Hier wird nicht gebrütet. Die Eier sind zum Verzehr. Eure Kinder werden gegessen von gierigen Zweibeinern. Böck, böck, böck. Wieder hier oben auf den Zapfen gestellt. Böck, 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 böck. Da liegen noch Eier rum. Die hole ich mir, die verleibe ich mir ein.
So, und während der das macht, holen wir nochmal eine Fuhre Gras für unsere Lieblingskühe. Aber erst beim nächsten Mal. Macht's gut. Ey, was soll denn das jetzt, ey? Mann.